Wie gesagt, ich bin jetzt schon 4 Tage hier. Die Taktik wurde mir in den Tagen sehr gut an den Mann gelegt. Und ja, wir haben viel Ballbesitz. Jeder läuft sich frei, jeder möchte den Ball haben. Wir sind unheimlich intensiv, auch im Ballbesitz. Und das macht natürlich Spaß, wenn man den Ball hat und wenn man das Spiel in der Hand hat. Wie lief das offensive Spiel scheinbar, ne? Ja, also weiter als Amici. Ja, also ich bin ja eigentlich durch die ganze Jugend lang Offensivspieler gewesen, Flügelspieler. Erst seit der erst seit der U19 bin ich Linksverteidiger geworden, deswegen, also ich mag das Offensivspiel. Ich habe natürlich dann defensiv noch einige Dinge, die mir das Trainerteam natürlich noch beibringen kann, wo ich dran arbeiten möchte. Aber ja, da habe ich auch Bock dran zu arbeiten und versuche mich da immer weiter zu verbessern. Wie geht das so, wenn man eigentlich Kölner ist, gerade bei Young Boys Bern war gefühlt und Basel, Entschuldigung, versprochen. Bessere Team eigentlich, ne? Aber und jetzt plötzlich beim HSV aufschlägt. Wie ist das so? Was macht es mit einem? Ja, also das ist halt im Fußball so. Es geht halt unheimlich schnell. Ich war jetzt im Trainingslager, ich bin jetzt schon 15 Tage hier im Trainingslager, war jetzt 10 Tage bei Basel und ja, das kam halt plötzlich dann während dem Trainingslager in Basel, dass der HSV sich gemeldet hat. Und wie gesagt, die Stadt ist toll, der Verein ist toll. Das Trainerteam ist klasse und das hat sich direkt gut angefühlt und dann haben wir es versucht, im Trainingslager direkt abzuwickeln und dann konnte ich im Anschluss direkt rüberkommen. Warst du unzufrieden bei Basel oder? Ja, also ich war ja ausgeliehen, meine Leihe ging noch bis Sommer und die haben sich halt im Sommer verstärkt mit einem Spieler von Rom und ja, da haben sie mir halt das mitgeteilt, dass sie mit dem arbeiten wollen und deswegen habe ich mich dann halt gesagt, okay, dann schaue ich mich um, ich möchte mich im fairen Konkurrenzkampf irgendwo zeigen können und dann habe ich halt den Schritt hierhin gemacht. Ja. Als Kölner weißt du ja, was HSV bedeutet. Wie siehst du den HSV so als Verein? Ja, also der HSV gehört in die erste Liga und ist einer der größten Vereine in Deutschland, meiner Meinung nach. Und da müssen sich jetzt alle Spieler auch dem Ziel unterordnen, dass wir aufsteigen wollen. Und das ist das große Ziel, was, denke ich mal, die ganze Stadt hat, der ganze Verein hat. Und wir wollen das zusammen als Mannschaft machen. Ja, also als Spieler möchte man natürlich immer auf dem Platz stehen. Aber wie gesagt, ich bin hierhin gekommen, um einen fairen Konkurrenzkampf zu haben. Ich möchte mich beweisen, ich möchte besser sein. Und jeder Spieler sollte sich dem Ziel, wie ich gesagt habe, unterordnen, dass wir am Ende als Mannschaft aufsteigen wollen. Und da sollte jeder versuchen, sein Bestes rauszuholen. Und die Spieler, die danach auf dem Platz stehen, die sollten dann halt auch alles geben, um aufzusteigen. Und das werde ich tun. Ich werde einfach jeden Tag mein Bestes geben. Und dann kann das Trainerteam entscheiden. Ich werde Gas geben. Und genau, dann wollen wir alle zusammen das Ziel schaffen. Hast du das Spielsystem von Tim Walter vorher schon gekannt? Ja, klar. Also folgt ja auch, wenn man jetzt im Ausland ist, trotzdem die erste und die zweite Bundesliga. Und da schaut man natürlich einige Spiele. In der Schweiz muss man natürlich da extra Sachen abonnieren, um im Ausland zu schauen, aber habe ich natürlich gemacht. Sky Schweiz heißt das. Und da habe ich natürlich dann alle Spiele verfolgt, auch in der Bundesliga und in der zweiten Bundesliga. Wann gab es den ersten Kontakt? Wie ich gesagt habe, also es war wirklich während dem Trainingslager hier, dass mein Berater sich bei mir gemeldet hat, gesagt hat, schau mal, der HSV hat uns angesprochen. Und dann habe ich halt direkt gesagt, das ist geil, das gefällt mir. Und dann haben wir das halt dann in der Zeit, wenn ich beim Trainingslager in Basel war, angepackt und abgewickelt. Ich meine, wenn wir jetzt morgen alle zurück nach Hamburg fliegen, hast du erstmal ein paar Sachen auf dem Zettel, die du regeln musst, ne? Ja, genau. Also lange hier. Ja, ich habe jetzt, wie gesagt, 15 Tage hier verbracht, morgen 16. Meine Freundin vermisst mich auch schon. Und ich werde nicht mit der Mannschaft zurückfliegen, ich werde direkt nach Basel fliegen und dann halt alle Dinge dort zusammenpacken, die ich brauche und dann am nächsten Tag wahrscheinlich mit meiner Freundin zusammen hochfahren. Bringst du sie mit nach Hamburg? Oder? Genau, ich bringe sie mit. Also wir versuchen alles zu regeln, dass sie immer mitkommen kann. Und genau, dann haben wir auch am Sonntag so ein Familienevent direkt, wo wir dann auch die Familien von den anderen Spielern und die Freundinnen kennenlernen können. Und genau, das ist auch eine super Sache. Also meine Freundin wurde auch an die Hand genommen. Es gibt extra Kontakte auch für die Freundinnen, dass man sich gut integriert. Das macht es auch einfacher, weil die natürlich sich immer dem Fußball auch unterordnen muss. Und der HSV ist da sehr familiär und das gefällt mir. In der Bundesliga weitergeht. Genau, also mein Ziel ist natürlich, mich hier zu zeigen zu können und Spielzeit zu sammeln, sodass ich mich empfehlen kann, hier zu bleiben, weil mir es sehr gefällt. Jetzt auch die ersten Eindrücke und dann hoffe ich, dass ich auch über den Sommer hier bleiben kann. Was sind so die Punkte, an denen du noch arbeiten musst, was du gerade meintest?
Ja, also der HSV hat mir sogar in der Präsentation, als wir das erste Mal Kontakt haben, so ein Spielerprofil erstellt und die haben mich perfekt wiedergespiegelt, wie ich auch mich widerspiegeln würde. Dass ich defensiv vielleicht noch im 1 gegen 1 Verhalten oder generell an defensiven Dingen im Stellungsspiel noch arbeiten kann. Und ja, das freut mich, das hat mir sehr gefallen. Und da muss man sich dann auch in die eigene Nase packen und dann auch sehen, dass man daran arbeitet. Aber ich denke, dass ich mit dem Trainerteam das super hinbekomme und freue mich dann auch da zu verbessern.